Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ja, eine weitere Runde Gameplay. Wir haben versucht, das jetzt ein bisschen häufiger zu machen. Rhinodruide ist heute am Start. Aber wir haben jetzt heute Sonntag, an dem das Video hochlädt. Und ich dachte, ich gehe nochmal kurz auf ein paar Dinge ein, für die ich jetzt kein Extra-Video mache. Also nicht viel, aber nämlich euer Questlog. Wenn ihr in die neue Erweiterung starten möchtet, so richtig mit allem drum und dran, dann solltet ihr heute am Sonntag, also nach dem Sonntag, noch eine Quest haben. Also eine Quest lasst ihr euch. Dann habt ihr Montag eine Quest, dann bekommt ihr Dienstag eine Quest, dann habt ihr drei Dailies und Montag bekommt ihr die Weeklies. Also am Montag einmal die Weeklies voll machen, die logischerweise nicht machen. Heute am Sonntag eine Quest im Questlog lassen. Ich habe hier die Nosdomu Quest, die kann ich auch nicht aus Versehen erfüllen. Dann Montag eine bekommen, Dienstag eine bekommen, dann habt ihr Dienstag drei Dailies, Dienstag drei Weeklies. Wenn dann die Erweiterung kommt, also bald die neue Erweiterung da ist und der Belohnungsweg gewechselt hat, ab dann könnt ihr dann die Quests machen und ja, bekommt dann natürlich direkt den Erfahrungspunkte-Boost. Wie gesagt, ihr spart nicht direkt was, ihr bekommt nicht irgendwie mehr, weil dafür habt ihr ja weniger Erfahrungspunkte auf dem alten Weg. Aber ihr startet halt in den neuen und im neuen Belohnungsweg gibt es halt direkt die ersten Packs. Da gibt es auf 20 das Legendary. Das heißt, ihr bekommt die besseren, schöneren Belohnungen am Anfang. Gerade wenn ihr Free-to-Play unterwegs seid, wollt ihr ja die Packs und die Free Legendaries haben. Von dem her, ja, spart euch eventuell die Quests. Vielleicht noch ein kleiner extra Hinweis. Es gibt immer noch die drei Bundles, die drei Packs. Also wenn ihr Prime Gaming habt, wenn ihr Twitch Prime habt, wie auch immer man das ja heutzutage nennt, dann könnt ihr euch immer noch bis 2 oder 3 Tage lang drei Packs holen. Drei Standard-Packs auf Twitch über diese Prime Gaming-Geschichte. Wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr dann denkt daran, das auch noch zu tun. Das läuft auch bald ab. Ansonsten Erweiterung, wie gesagt, am 19. ab wahrscheinlich 19 Uhr, 18 Uhr. Ich weiß gerade nicht, wegen Zeitumstellung, 18, 19 Uhr irgendwie. Und sobald es geht, sind wir natürlich live am Start und machen ein paar Packs auf und spielen ein bisschen, ne? So, deswegen kommen wir jetzt nochmal zum alten Hearthstone. Oh, ich wollte in die andere, in die Sammlung gehen. Ich werde jetzt nicht groß über das Deck reden. Wie gesagt, wir sind kurz vor neuen Erweiterungen. Ich muss euch jetzt hier nicht ein Deck vorstellen. Ihr kennt es sowieso alle. Es ist ein Rhinodruide gewesen, ein ganz normaler Rhinodruide. Ich würde sagen, das Besonderste an dem Rhinodruiden ist noch, dass Gnomelia ist drin und die Nachtelfenjägerin ist drin. Also wir haben hier so ein paar der neuen Karten, die von Walk of Drumbel inspiriert sind. Das würde ich sagen, ist noch so das Besonderste. Malfurion's Garbe ist natürlich reingekommen, weil man ja Wildwuchs damit bekommen kann. Also das ist im Endeffekt das Krasseste. Ja, in ETC, Dampfreiniger, Anregen, Pflege. Bevor die Frage kommt, was ist denn ETC? Wobei, Moment, das wäre ein Kommentar gewesen. Ja, also nichts Besonderes, ganz normales Deck. Aber das war ein ganz cooles Game. Das wollte ich euch insofern durchaus gerne hier zeigen auf YouTube. Und so soll es ja auch sein. Das ein oder andere Highlight-Game. Und mit Highlight meine ich jetzt nicht, da passiert die Welt, die man noch nie gesehen hat, sondern einfach ein nettes, spaßiges Spielchen. Und genau, die zeige ich euch dann hier und hin und wieder mal. So soll das ungefähr laufen. Und wenn es mehr zum Deck zu sagen gibt, beziehungsweise ich denke, es ist sinnvoller, was dazu zu sagen und nicht 2 Tage bevor sich die Meta sowieso ändert und alle von euch wissen mittlerweile, was ein Rhinodruide ist. Von dem her würde ich es einfach nur sagen: Viel Spaß mit dem Spiel. Wir warten auf die neue Erweiterung und ja, sehen uns dann zum nächsten Video hier auf YouTube oder natürlich auch live auf Twitch. Bis dann, ciao. Den Gezeiten. Im Ramp. Danke. Wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Blizzard, vielen Dank, dass ich mal Furions Gabe in Golden haben darf. Ganz kostenlos und umsonst. Das ist sehr lieb. Ja. Ah, oh. So, nächste Runde rempe ich auf 10 Mana hoch. Fertig. Kein Bock mehr jetzt hier. Also
Hallo Blizzard, wenn ihr das nächste Mal 10 Jahre alt werdet, wie wär's mit richtigen Geschenken? Ach ja. Also um fair zu sein, also um wirklich fair zu sein, wir haben jetzt ja wirklich auch eine Menge bekommen, ne? Also der Community Day und die Drops, die es gegeben hat, das war und dann von mir aus nimmt noch Dings dabei. Die Prime Gaming Geschichten, die wir jetzt jedes Mal bekommen. Also ich habe eine Menge, aber das Event an sich, also das eine Event an sich, wo man die Goldkarten bekommen hat, okay, das war halt ziemlich lame. Ja. Also ja, das, wenn man es direkt auf das 10-jährige Jubiläum projiziert, dann war das halt recht lahm, ja. Und dass es dann halt, wie gesagt, den goldenen Harz dann im Shop gibt. Also ich kann jetzt im Shop den goldenen Harz kaufen und den kriege ich nicht mal so. Das ist halt noch die Kirsche obendrauf an Döseligkeit. Dass man nicht mal den wenigstens im Event bekommen hat. Ja. Können wir bitte Jock pullen? Ah! Ja, Reska. Ja, das mit dem Jubiläum war schon. Das war leider ein bisschen mau, das stimmt. Lul. Ja, schauen wir mal, was möchte ich denn haben, Chat? Ich bin so smart, Alter. Seit wann bin ich eigentlich so smart, Chat? Seit wann bin ich so ein unfassbar smarter Hearthstone-Player? War das immer schon so? Ne, ich meine halt smart, weil ich halt smart bin. Ich muss jetzt ja nicht erklären, was das Wort bedeutet. Ist das denn ein Highlander? Ey, warte mal, ist das ein Highlander irgendwie? Ich glaube, das könnte ein Highlander sein, oder? Boah, wie würde es mich anpissen, wenn das ein Highlander ist. Das ist ein Highlander, oder? Die Gabe der Sonne. Oh. Das ist mega nice. Der war mega nice. For a happy metal party. The time has come. Glory. For a happy Hearthstone party.
Ja. Da kommt Plagen-Chat. Ja, jetzt. Oh oh. Okay, Chat, dann müssen wir langsam anfangen, Heiliger-Karten zu spielen. Ne, müssen wir doch nicht. Rino! Top-Deck aus der Hölle! Ah. Ha, Chat. Ich sehe ja ein Problem. Ich meine, kurzfristig können wir das Problem lösen. Ich weiß, ich glaube, so kurzfristig möchte ich nicht denken. Problem gelöst. Wehe, du klärst den aber nicht, oder? Boah, ich war gerade fast am Ausrasten hier. Gibt mir was Geiles? Okay. Müsste halt eigentlich mal die Waffe spielen, weil die einem gefällt, die ja viel zu. Ja, wir müssen die Waffe spielen. Die Waffe ist halt viel zu mächtig, als. Die müssen wir jetzt mal benutzen. Das ist unser großer Tempo-Pluspunkt, den wir haben. Ja, okay. Ja, wobei, weiß ich nicht. Reska ist Cheat. Ich overdraw. Ah, wir overdrawen jetzt sogar eine Karte, ey. Uah, Scheiße. Ja, kritisch, Chat. Wohin denn mit den ganzen Karten? Mit kritisch. Ja, gut, das. Gib mir was Geiles! Nicht Odin! Odin zackt! Natürlich mag man Drachen. Drachen sind cool. Und Drachen sehen auch eigentlich immer cool aus.
Oh, scheiße, Chat. Was macht der denn hier? Wer hat ihn ins Gefängnis gesteckt? Ja. Okay, dass das Ding nicht ins Face geht und dann... Ja. Okay, ich meine, er macht gerade noch Taunts weg und... Er hätte mir alles ins Gesicht feuern können, macht er nicht. Mann, es ist nicht gut, dass wir so viele Plagen entdecken. Ah, was macht der denn jetzt neu? Okay. Ja, ich kann das Board eh nicht clearen. Komm. Ja. Okay, das ist natürlich sehr, sehr geil. Ein Schuss genügt. Ein Schuss genügt. Brechen die Höhlen. Verstummt euer Herz. Gewalt! Ich bin kein Rhinodruide, ich bin ein Gewaltdruide! Wehe, wir ziehen jetzt eine Plage, dann raste ich aus. Boah, ich raste aus. Nee. Okay. YOLO! Ich meine nicht Overdraw, wir können keine, ziehen keine Plage, Chat, weil ich jetzt Overdraw. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, Overdraw ist jetzt besser. Ich meine, ich habe noch ein paar gute Karten entdeckt, das ist keine Frage, aber ich glaube trotzdem, dass Overdraw jetzt eventuell besser ist als. Als eine Karte. Klar, wenn ich jetzt eine Karte burn, ist es in dem Moment. Aber insgesamt gesehen ist es, glaube ich, besser, dass ich burne. Ah, das ist natürlich stark. Fuck. Ich dachte, wir hätten es vielleicht jetzt schon, aber. Okay. Ja. Ich habe keinen Drachen auf der Hand. Oh, okay. Zieh zwei Karten, die mindestens 6 kosten. Okay, ich stelle gerade fest, dass wir damit auf jeden Fall Eona ziehen. Ah. Ich dachte, wir ziehen, wenn ich ehrlich bin, dachte, wir ziehen noch eine Karte. Oh. Scheiße. Alle sind ein Streuner, grüßt. Oh, Alter! Willst du mich verarschen? Hat er zwei Karten jedes Mal und kommt da mit dem Fetten immer um die Ecke. Aber er muss traden, das ist gut. Also traden muss, ist natürlich gut. Das ist ein heißes Game. Das ist ein heißes Game-Chat hier. Finale, okay, das ist, glaube ich, mal sinnvoll. Warte mal. Oh, das war eine gute Karte. Das war eine gute Karte, ja, aber gut. Egal, so ist es. Ich
Muss 6 Mana verbrauchen, Chat. 6 Mana müssen wir verbrauchen. 5. Haben wir eigentlich Topia gespielt? Ja, ne, wir haben Topia gespielt, oder? Das vergesse ich die ganze Zeit, glaube ich, so. Also das ja. Topio, ja, ich glaube, ich habe irgendwie vergessen, dass wir den haben. Also da hätte ich auch schon mal länger eher, glaube ich, Wildtux oder so benutzt. Also wenn wir jetzt nicht alle, selbst wenn wir alle Plagen unseres Decks ziehen, ja gut, dann wären wir vielleicht tot. Wenn wir absolut jede Plage, das ist, dann würden wir, glaube ich, sterben, aber... War ein geiles Value, das war eine geile Value-Schlacht. Das hat mir Freude bereitet.